Darum geht es, den Informationsvorsprung auszubauen und das können Sie jetzt auch mit der K-Garantie. Country Manager Michael Strasser begrüßen wir hier auf der Bühne. Es geht um Key Performance Indikatoren, sogenannte KPIs. Und ja, die bieten, das haben wir heute auch schon einmal gehört, ganz essentielle Aussagen, Grundlagen für den Handel. Wenn man jetzt über Garantie- und Reparaturkostenversicherungen spricht, unverzichtbare Werkzeuge, was können Sie, was bieten Sie, was bringen Sie? Ja, und was hat die Branche davon? Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich darf hier zum dritten Mal stehen. Wir sind der Einladung zum dritten Mal gefolgt. Ich freue mich sehr, dass ich hier wieder mal zu Ihnen sprechen darf und kann. Ich bin Michael Strasser, ich bin 53 Jahre alt, bin in der Nähe von Eisenstadt zu Hause, bin seit jetzt März 22 bei der K-Garantie und nicht ich alleine bin K-Garantie. Es freut mich, dass wir heute, nämlich unser Team, die Christiana Safarik und mein Sales-Team, sie heute für Fragen, Antworten, immer, was auch immer kommt, zur Verfügung steht. Vielleicht was Positives vorweg, was uns eigentlich bei der Anfahrt nach Wien, habe ich heute im Radio vernommen, im Verhältnis zum letzten Jahr 8% Gebrauchtwagenzulassungen. Und ich glaube, das ist auch wieder mal was Schönes, wenn man in einem Radio mal wieder einen positiven Trend kommuniziert, nicht immer das, was wir uns nicht mehr hören wollen und eigentlich nur mehr runterzieht. Und ich glaube, um das geht es auch, dass wir sagen, okay, wir brauchen ein bisschen so diese Visionen wieder und den Spirit, auch wenn wir dann über andere Themen wieder in die Realität ein bisschen zurückgeholt werden. Aber das ist unsere Realität, nämlich die planbare Sicherheit. Wir sind ein Versicherungsunternehmen, das im Stammhaus in Freiburg sitzt, seit 53 Jahren auch am Markt in Europa tätig und in Österreich seit 25 Jahren. Ja, was können wir, was wissen wir, das betrifft auch uns zu Hause. Planbare Sicherheit beginnt zu Hause bei der Entscheidung, sich für ein Auto, eine Autowahl hineinzustürzen, aber auch zu wissen, okay, was passiert dann mit dem Ding. Hier wissen wir, was gleich passiert, das Ding kippt um, schüttet aus, alles ist feucht. Was hier noch geschehen wird, wissen wir nicht. Und das ist unser Thema, das wir immer bei K-Garantie haben, dass wir hier wie im Automobil in einer im Rückblickoptik fahren. Das heißt, wir haben immer eine Jahresbetrachtung und wissen immer erst nach einer Jahresbetrachtung, wie das Geschäft für Sie und für uns gelaufen ist. Ich behaupte mal, damit kennen wir uns aus. Ich denke mal, dass wir so genug mit 53 Jahren Erfahrung haben, kommend aus der Gebrauchtwagen-Ecke, dass wir sagen können, wir haben hier eine repräsentative Größe, um zu sagen, wir kennen uns im Gebrauchtwagenmarkt aus. Und in dem Thema, wie können wir Sie unterstützen, die Gewährleistung auch abzufedern. Das ist immer so das Schlüsselwort, gerade im Gebrauchtwagenbereich. Wie kann man dem Kunden, wie kann man Ihnen das Händler gegeben, das Gewährleistungsthema, Mangelhaftung, das Thema abzunehmen mit dem Titelgarantie. Eine, zwei Größen, wir machen Neuwagen technisch 231.000 Stück und Gebrauchtwagen technisch 698.000 Stück an Gebrauchtwagenvereinbarungen. Das heißt, wir versichern hier das Risiko für den Handel, für Sie als Endkunden, für Ihre Endkunden und nehmen Ihnen das ab. Natürlich kommen wir auch nicht umher, dass uns die Kosten ja, ein bisschen durch die Finger gleiten im Hinblick auch auf Lohn- und Teilepreisen. Ein Punkt, der inflatorisch getrieben ist, ein Punkt, der Hersteller getrieben ist, ein Thema, das wir eben aufgrund der Rückspiegelweise erst ein Jahr später reflektieren können, um zu sagen, okay, wie gehen wir oder wie können wir im nächsten Jahr als Versicherer Sie als Händler oder Importeur oder Banken und Versicherungen auch abschützen. Dazu, um ein bisschen Sie in dieses Thema Rückspiegel hineinblicken zu lassen, nur ein paar Zahlen, nur um Sie nicht ganz mit Zahlen zu bombardieren. Wir haben eine Analyse gefahren
was sind weiterhin die teuersten Bauteile? Und das ist sicherlich auch ein wenig dem CO2-Thema geschuldet, dass zwar unsere Motoren immer effizienter geworden sind, aber aufgrund der Belastung die Autos schwerer geworden sind, das Thema Motor auch immer weiter damit konfrontiert wird und auch ein wenig darunter leidet. Das in bedauerlicher Weise in beiden Richtungen, nämlich im Gebrauchtwagen und im Neuwagenbereich. Was sind die anfälligsten Teile? Und hier sprechen wir von elektrischen Teilen. Also hier muss man leider sagen, dass die elektrischen Teile, und das sind Alarmanlagen, das sind Steuergeräte, und Sie wissen selbst, was Steuergeräte heutzutage kosten. Das sind Teile, die halt hier ins Gewicht fallen. Und die zweitgrößte ist die Kraftstoffanlage. Und das dritte an dritter Stelle am anfälligsten ist, wie gesagt, schon der Motor. Also für uns eine Challenge, weil eben in dieser Hybridsituation, in dem Wandel, in dem wir drinnen stecken zwischen Elektromobilität, für uns das Thema Motor und technische Absicherung noch immer das Thema Motor hier an oberster Stelle abzusichern ist. Planen Sie Ihre Garantiekosten. Das ist also ein Thema, das wir immer wieder im Handel fragen, erleben. Provokant gesagt, zahlt man das aus der Portokasse? Oder macht man das über Rückstellungen, die natürlich wieder auch in der Passive dem Fremdkapital zu buchen sind? Oder plant man eben über Ihren Gebrauchtwagenportfolio, plant man hier die Garantiekosten mit einer fixen Prämie ein? Dafür wären dann wir da, die Sie da gerne unterstützen möchten. Das sind so die Themen, die immer so diese Gretchenfrage sind: Was ist jetzt wirklich der kostenbeste Faktor in dem ganzen Treiber? Jetzt kann man sagen, aus unserer Erfahrung muss ich behaupten, dass es hier natürlich die planbare Kalkulation ist, weil die Risikoabdeckung im Sinne einer Diskussion, einer sinnlosen Diskussion mit einem Endkunden damit erspart wird, und sie schieben eigentlich alles auf den Versicherer ab. Kommen wir ein bisschen nochmal zu dem Thema Lohn und Teile zurück. Wir haben eine Umfrage gestartet in Kooperation mit Puls. Haben wir eine Auswertung bekommen, wo 86 der Betriebe gaben an, dass die Werkstattkosten in den letzten 2 Jahren gestiegen seien und im Schnitt um die 19%. Als Folge von Inflation, Lohnsteigerung haben sich in 84% der Betriebe die Stundenverrechnungssätze der Werkstätten in den letzten 24 Monaten um durchschnittlich 16% erhöht. Also es ist schon ein Faktor, der uns natürlich dann in der Garantieabwicklung hier ein riesiger Treiber drinnen ist. Eingangs erwähnt, 8% Gebrauchtwagenkaufvolumen gesteigert, Verkaufsvolumen gesteigert, Zulassungen gesteigert in den Gebrauchtwagen. Trotzdem sorgt man sich als Kunde. Jetzt stecke ich selber in der Situation, dass ich ein neues Auto suche. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, jetzt komme ich aus der Branche, behaupte jetzt einmal, dass ich viele Marken kenne, aber ich tue mir trotzdem schwer, dass ich sage, okay, wo gehe ich selbst privat auch wieder hin, ja, um zu sagen, okay, wo sorgt sich der Kunde? Unsichere wirtschaftliche Zeiten, das kommt auch noch dazu, das ist ein bisschen ein negativer Faktor, der halt auch mitstreut, um die Stimmung ein bisschen trübt. Also 60% der befragten Handelsbetriebe registrieren nachlassende Kundenloyalität. Das ist jetzt eine Studie, die hier, also eine Erkenntnis, die aus dieser Studie herausgekommen ist. Wichtiges Thema: Garantievermarktung. Wie gehen wir mit dem Thema um? Was empfehlen wir in dem Thema Garantievermarktung? Es als Marketinginstrument zu brauchen, so wie es viele Neuwagenhersteller für sich zunutze gemacht haben, dass mit einer Gebrauchtwagenmarke hier das Thema Marketing auf einer eigenen Schiene gesteuert wird. Vertrieb über den Kundendienst, eine Schlüsselstelle im Unternehmen. Das zweite Auto verkauft immer die Werkstatt, sagt man immer wieder. Und das ist ein Schlüsselfaktor, den man nicht wegleugnen kann, weil im Endeffekt der Vertrauensperson die Kundendienstberater sind.
und dann eben Vertrieb über der Gebraucht- und Neuwagenfahrzeuge. Es ist auch in dieser Studie, hat es auch eine Frage gegeben, die Wirkung einer Garantieversicherung, von Garantieversicherungen. Und ich darf Ihnen das runterlesen, weil ich bin auch schon ein bisschen ein fortgeschrittener Alter, dass ich mir nicht mehr alles merke. Im Folgenden geht es um Neuwagenanschlussgarantie und Gebrauchtwagengarantie. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Eine Neuwagenanschlussgarantie, Gebrauchtwagengarantie trägt zum Abbau der Verunsicherung potenzieller Autokäufer bei. Also zum Abbau, und wir haben hier vier Kategorien, nämlich 1 bis 2 war Stimme zu, 3 bis 4 Stimme zu, sehr zu, 3 bis 4 plus 4 war dann Stimme zu und 5 bis 6 war Stimme nicht zu, und in 67% oder 67% waren Stimme zu. Reduziert gegebenenfalls vorhandene Unsicherheiten beim Kauf eines Elektrofahrzeuges, hier stimmen auch 55 zu, stimmen zu und 11 stimmen nicht zu, und reduziert die Nachlasserwartung im Kunden, und das ist eine sicherlich interessante Frage, weil es natürlich um die Bruttoertragsplanung geht, speziell im Gebrauchtwagenhandel, stimme sehr zu mit 27, stimme zu mit 47 und 20 mit keine Angaben oder ich weiß nicht. Garantien als Booster für Fahrzeugverkauf. Das ist immer so ein Liebkind, man sagt, okay, wie attraktiv ist eine Garantie, wie wird sie auch verkauft, wie wird sie vom Vertriebler auch erklärt. Das ist auch immer ein wichtiger Punkt. Wie denken Sie allgemein über eine Garantieverlängerung beim Neuwagengeschäft, Gebrauchtwagen nach? Nämlich schützt vor unerwarteten Reparaturkosten, 53 im Neuwagengeschäft Prozent und 62 sagen ja in der Gebrauchtwagengarantie. Gibt mir bei der Fahrzeuganschaffung ein Gefühl der Sicherheit, das sagen im Neuwagengeschäft 47% ja, gibt mir ein gutes Gefühl im Gebrauchtwagengeschäft, sieht man deutlich, das ist ein ganz anderer Hebel drin, und sind es 62%. Gibt mir bei der Fahrzeuganschaffung, reduziert das Risiko bei einer Fahrzeuganschaffung, 40% neu, 55 gebraucht, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir das Fahrzeug anschaffe, 38% bei neu, 45 bei Gebrauchtwagengarantie. Also man sieht schon den Trend, im Gebrauchtwagen braucht es einfach zum Gebrauchtwagenkauf eine gewisse Absicherung, um hier die Entscheidung auch mitzutreffen. Führt dazu, dass die Fahrzeuganschaffung einen geringeren Preisnachlass erwartet. Das ist eher schon ein geringerer Teil und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir ein Elektrofahrzeug entscheide, wenn die Batterie in der Garantie eingeschlossen ist. Das sieht man auch, das ist immer Batterie, Gebrauchtwagen, Fahrzeuge mit der Batterie noch nicht so evident ist. Ja. Was bringt die Garantie? Eine Neuwagenanschlussgarantie, Gebrauchtwagengarantie sichert den Kunden ab und schafft Vertrauen, vor allem in Reduzierung eben des Gewährleistungsthemas. Ganz ein wichtiger Punkt. Vertrauen in das Produkt, in den Handel, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Stärkung der Kundenbindung, also auch hier haben wir die Möglichkeit mit Kunden, mit Garantieprogrammen den Kunden in ihren Workshop zu halten, damit man dann nicht nur über das Thema Garantie sprechen kann. Das ist immer ein wichtiger, entscheidender Punkt für uns, dass wir sagen, okay, wenn wir den Kunden wieder ins Autohaus bringen, dann bringen wir ihn vielleicht wieder, um ein Zubehör zu verkaufen, um ein Merchandise-Artikel zu verkaufen, um die Wiedermotorisierung vielleicht auch wieder zu generieren, sodass wir sagen, es gibt auch alles andere, dass wir den Kunden außer einem Service, einem Pickeltermin, einem Wintercheck die Möglichkeit haben, auch mit dem Thema Garantie onzuboarden oder wieder im Autohaus an sich zu binden, weiterhin zu binden. Garantieverlängerungen sind im Gebrauchtwagen bzw. Neugeschäft wichtiger bzw. fast so wichtig wie Rabatte. Also da wird auch im Handel mit dem Thema Garantie, Garantiepreis, Prämie gespielt. Das ist ein Spielball, der immer wieder gerne genutzt wird. Genau, und immer vor allem in Wirtschaftszeiten, wo es immer wirtschaftliche Unsicherheiten gibt, brauchen wir als Menschen immer mehr Sicherheiten, und auch wir oder viele von uns haben eine Lebensversicherung, eine Haushaltsversicherung logischerweise, um das Thema Sicherheit immer wichtiger wird.
Genau, nur zum Schluss noch unser Portfolio. Wir haben eben neben der klassischen Garantie auch eine Reparaturkostenversicherung. Wir haben den Marketing-Support, der über unser Headquarter in Wien gesteuert wird mit der Unterstützung aus Freiburg. Wir haben die planbaren Garantiekosten, wie eben das im Garantieangebot schon erwähnt. Wir haben fixe Prämien, die mit Ihnen besprochen werden. Steigerung der Restwerte durch diese Absicherung einer Garantie eines Fahrzeuges steigert man natürlich auch den Restwert, um zu sagen, okay, das Fahrzeug hat auch eine Wertigkeit und die Garantie bleibt auch immer wieder am Fahrzeug obendran. Rasche Abwicklung im Schadensfall, also wir sind ja auch in Wien auch für den Hub ECI-Bereich verantwortlich, da gehört dann eben auch Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Kroatien und Slowenien dazu. Und eben wie schon bereits erwähnt, durch die direkte Betreuung unseres Teams in Österreich. Ich danke für die Zeit, die Sie mir gewidmet haben und für die Aufmerksamkeit. Wir sind den ganzen Tag für Sie zur Verfügung. Falls es irgendwelche Fragen, Wünsche oder anderes gibt, bitte oder Inputs oder Ideen, bitte gerne jederzeit. Vielen Dank.